Herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Wir haben, oder ich habe mir überlegt, wir haben heute vor, mit dem größeren Schiff was zu machen. Und wir gehen zur Dämonenjäger-Fregatte, zu Kane. Ich weiß aber nur nicht, wo das hier ist. Ich habe hier noch kein größeres Schiff gesehen. Scrolli, scrolli, scrolli. Doch hier auf Kalador eigentlich. Muss ja dann eigentlich hier irgendwo liegen. Alles andere wäre komisch. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen einfach mal so ein bisschen am Wasser entlang, würde ich sagen. Und hoffen mal aufs Beste. Vielleicht steht auch noch mal was drin. Nee. Meeresfrüchte, Freunde schlagen einander. Nee. Okay, da sind die Bücher. Warum steht denn das jetzt hier nicht mit dem Buch? Mit dem Schiff. Das ist ein bisschen komisch. Wir gucken mal. Vielleicht sehe ich dann gleich, wo das Schiff steht. Hier unten war ja eigentlich anderes Gedöns. Da hinten ist das Schiff. Da müssen wir hin. Zur Fregatte der Dämonenjäger. Ja, perfekt. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt. Na, mein Junge. Was haben wir denn hier auf der Fregatte zu suchen, hm? Entspann dich, ich sehe mich hier nur mal um. So, so. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du hier etwas zerstörst, klar? Die Menschen brauchen euch da draußen. Eine Flotte von Geisterschiffen ist auf dem Vormarsch und sie machen keine Gefangenen. Das weiß ich. Doch was sollen wir machen? Eine Fregatte gegen eine ganze Flotte? Ohne einen konkreten Schlachtplan wäre das glatter Selbstmord. Wer hat hier an Bord das Sagen? Unser Kapitän ist in der letzten Schlacht gegen die Schatten gefallen. Also habe ich das Kommando übernommen. Du bist Krieger. Ich bin zwar kein Seemann. Aber ein paar Matrosen befehligen kriegt dieser alte Feldherr noch hin, mein Junge. Die Schatten haben uns eine derbe Niederlage im Norden von Kalador versetzt. Das müssen wir erstmal verdauen. Solange wir nicht wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben, bleiben wir an Bord zwar wachsam, aber im Hintergrund. Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Du bist sehr hartnäckig. Also gut, mein Junge. Überzeuge mich. Die Schatten sind überall. Auf dem Meer und auch an Land. Ich sitze hier in der Mitte und kann weder vor noch zurück. Zeig mir einen Weg aus meiner Klemme und ich werde deinen Rat befolgen. Aber keine "Wir schaffen das schon" oder "Alles wird gut" Sprüche. Ich will etwas Handfestes hören, klar? Ich denk drüber nach. Mach das. Solange werde ich hier weiter vor Anker liegen, wenn's recht ist. Ich habe einen Schlachtplan. So, so. Dann lass mal hören, mein Junge. Ich war ein Piratenkapitän, bevor ich zu euch kam. Ach ja? Eldrick hat mich auf eine Mission geschickt, um uns von den Schatten zu befreien. Aha. Ach ja, Admiral Alvarez will in Antigua eine Flotte aufbauen. Alle Gemeinschaften der Südsee, die ein Schiff führen können, sollen sich dort einfinden. Wir sollten uns ihm anschließen. Ich kenne unseren Feind auf See. Sein Name ist Crow und er ist ein Geist. So, so. Du hast Eldrick und die Piraten auf deiner Seite, sagst du? Gut, mein Junge, du hast mich fast so weit. Aber eine Frage wäre dann noch. Zwei Kapitäne sind einer zu viel. Also, wer wird das Schiff kommandieren? Du bist bestimmt ein guter Feldherr, aber kein Seemann. Na schön.
Ich sehe, du hast gute Referenzen und du scheinst so etwas wie einen Plan zu haben. Ich überlasse dir die Fregatte. Aber nur unter einer Bedingung. Ich werde an deiner Seite bleiben und deine Taten überprüfen. Willkommen an Bord, Captain. Jawohl, wir haben ein großes Schiff. Jawohl, sehr gut. Cool. Wir haben das Steuer. Sehr gut. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Wir können natürlich erstmal unsere ganzen Crewmitglieder einsammeln. Ich weiß nicht, ob die automatisch kommen oder ob wir dann zum Beispiel zu unserem Gnomen nochmal hin müssen. Wir könnten jetzt fokussieren, bei den Dämonenjägern aufzusteigen, indem wir die Bücher suchen. Wir könnten so ein paar Quests erledigen. Oder, worauf ich eigentlich auch Lust hätte, wäre, zur Insel der Diebe zu fahren. Was so ein, ja, damals war das so ein Vorbesteller-DLC. Gut, unser richtiges Bett hier. Genau, war so ein Vorbesteller-DLC und mehr Gnome ist halt gut. Vorher sollten wir aber unsere Mitglieder noch einsammeln. Das heißt, wir werden jetzt einmal in See stechen und... Oh Gott, wo waren denn nochmal die Magier? Taranis müsste das sein. Ist das nicht schön? Ich frage mich, oder sind die anderen jetzt auch noch nicht an Bord? Die anderen Begleiter? Weil eigentlich würde ich ja schon gerne meinen langjährigen Kumpel mitnehmen. Wir gucken mal. Hey, hör mal. Irgendwo vor der Küste soll ein großer, dunkler Fleck unter Wasser vorbeigezogen sein. Es heißt, er sei größer als ein Schiff. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch ich fürchte, wenn es uns angreift, ist es zu spät, noch Fragen zu stellen. Also sei vorsichtig und rechne mit einem Hinterhalt, wenn du in See stichst. Du solltest mit deiner Crew sprechen. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere etwas Wichtiges zu sagen hat. Okay. Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Hollypirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Komm mit. Sicher. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Was denn? Du zweifelst jetzt schon an deiner Entscheidung? Nein, aber... Naja. Warten wir es erstmal ab. Aber merke dir, ich bin es nicht gewohnt, dass man mir Befehle erteilt. Also, fange auch erst gar nicht damit an. Werd's mir merken. In Ordnung. Also, auf eine ertragreiche Jagd. Aber vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Ja, okay. Sehr hilfreich sind die Sachen jetzt nicht, die sie zu sagen haben. Dein Schiff ist prächtig. Ich hätte nicht vermutet, dass so ein abgerissener Typ wie du so etwas zustande bringt. Tja, da haben wir ja Glück, dass du dich getäuscht hast, was? Noch haben wir die größte Schlacht vor uns. Wir werden sehen, ob der Khan das überlebt. So, so, das ist also dein Leben, ja? Du redest von der Seefahrt? Nicht nur, auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Hm, nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden. Gut, so viel zu so Wichtiges zu sagen haben sie nicht, wie man hier immer gesagt bekommt. So, mal gucken, ob Marburg etwas weiß von den Büchern. Was willst du noch? Ich habe zu tun. Der verdammte Wind hat all meine Notizzettel quer über den Hafen gepustet. Dann sammel sie doch wieder ein. Ich werde sie sowieso nicht alle wiederfinden. Wahrscheinlich werde ich meine Arbeit von vorne beginnen müssen. Ach nee. Wenn du willst, suche ich die Notizzettel für dich. Wenn du das schaffst, wäre ich dir wirklich dankbar. Diese Notizen sind mir einiges wert. Sie sollten alle hier irgendwo am Hafen herumliegen. Vermutlich irgendwo auf dem Boden oder zwischen den Kisten. Ja, nee. Die Blitze werden uns den Weg weisen. Okay, er weiß nichts über die Bücher.
Das finde ich jetzt aber ein bisschen enttäuschend. Wie können wir denn hier noch fragen? Ihn hier. Kamen hier in letzter Zeit verdächtige Bücher an? Junge, es gibt nur eine Sache, die die feinen Herren da oben lieber tun, als sich den Wanst vollzuschlagen. Und das ist Lesen. Brüten Tag und Nacht über ihren Wälzern und sitzen sich den Hintern breit. Wenn du also auf der Suche nach einem Buch bist, dann ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Du kannst mir bei der Büchersuche doch sicher helfen. Nur gegen Gold. Kann ja schlecht meine Arbeit hier liegen lassen. 300 Goldstücke wird dich der Spaß kosten. Sobald das Gold in meine Taschen wandert, werde ich sehen, was ich tun kann. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel. Wegen der verdächtigen Bücher. Hier, deine Aufwandsentschädigung für die Suche. Ist mir eine Ehre, mit dir Geschäfte zu machen. Sag mir einfach, wann ich mit der Suche beginnen soll. Hilf mir bei der Suche nach verdächtigen Büchern. Gut, aber glaube ja nicht, dass ich Wunder vollbringen kann, Junge. Werde wohl mindestens einen ganzen Tag mit der Suche beschäftigt sein. Meine Listen überprüfen sich schließlich nicht von alleine. Gut, dann warten wir mindestens einen Tag. Das ist ja kein Problem. Dann können wir in der Zeit nämlich einmal hier hochreisen. Und unseren Gnom einpacken. Und wir müssen ja eh dann auch nochmal mit den Chefs hier reden. Das heißt, man muss also so ein bisschen dann auch hier mit den Quests wahrscheinlich was machen. Dass die halt auch alle einen unterstützen. So, wo stand der denn rum? Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Oder nicht? War das nicht hier? Da. Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Sprich mal mit deiner Crew. Wird wieder Zeit. Na, die können mir nicht viel sagen, die Crew. Ah, er hier. Auch nicht wirklich. Dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir den Chef finden. Wo ist denn... Wer war denn ja nicht nochmal der Chef? So, das war der mit dem Essen. Der müsste dann ja wahrscheinlich oben sein. Der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Warum macht er das dann nicht selbst? Er ist gerade verhindert. Ist das so? Nun, dann lass uns keine weitere Zeit mit Horas kleinen Spielereien verschwenden und endlich zur Tat schreiten. Verschon mich damit. Gib mir einfach deinen Auftrag. Ja, die Zeit drängt. Meister Erasmus' Arbeit am Reaktor ist vorbildlich. Jedoch werden wir seine Effizienz immens verbessern können, wenn wir noch mehr Bergkristalle im Einsatz hätten. Einige Wächter sind auf die anderen Inseln der Südsee entsandt worden, um nach ihnen zu suchen. Leider ist bisher nur ein kleiner Teil davon bei mir angekommen. Wir brauchen unbedingt noch die Ausbeute der anderen Wächter. Horas soll nach ihnen suchen und ihre Ausbeute zu mir bringen. Das wäre auch schon alles. Horas selbst sollte genau wissen, was nun zu tun ist. Alles klar. Mauricio. Ne, die sind alle nicht so spannend gerade. Ha. Wobei die ja schon sehr hochoffiziell aussahen. Sonst gucken wir noch mal noch einen höher. Was soll das denn werden? Das freue ich mich auch, was das wohl werden soll. Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Ich komme wieder. Sag mal, welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Gut, dann gehen wir nicht weiter nach oben. Okay, dann halt nicht.
Oder warte mal, mit dem können wir doch hier nochmal mit dem Monolithen. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Difuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Difuego? Er ist tot. Oh, das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ha, das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Eile ist geboten, junger Mann. Ja, Eile ist geboten. Ich muss noch einige Dinge berechnen. Den Reaktor zu starten hat höchste Priorität. Wahrscheinlich müssen wir das erst machen, bevor wir dann die Gunst der Magier haben. Könnte ich mir vorstellen. Okay, die Frage ist, bleiben wir dann jetzt noch ein bisschen hier und machen noch ein bisschen was? Oder holen wir uns noch Patty dazu? Wir können ja mal gucken, was wir hier noch zu tun haben. Wir sind jetzt nicht mehr auf Kalador. Wir sind ja jetzt schließlich hier auf... Sind wir jetzt auf Takarigua? Nein. Hier sind wir. Bei den Gnomen im Magier... Ich sollte bei dem Gnomen im Magierlager mit seinem Meister sprechen. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht hier noch finden. Den Meister. Ist der hier angeixt? Tatsächlich. Ich habe in einer versteckten Höhle im Brunnen einen Gnom gefunden. Er sagt, sein Name sei Lami. Lami gefunden? Ist er okay? Ich denke schon. Vielen Dank für diese gute Nachricht. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Lami ist dein Lehrling, ja? Ja. Er war ganz plötzlich weg. Aber Wachen sagen, dass er das Lager nicht verlassen hat. Guter Arbeiter er war. Wenn Lami nur wieder bei Abbas wäre. Soll ich Lami für dich wieder zurückholen? Lami, guter Arbeiter. Wenn Homi sich um Lami bemüht, dann Abbas gibt ihm Gold. Ich werde mal sehen, was ich für Lami tun kann. Du bist ein starker Homi. Viel Glück. Okay, also müssen wir wieder mit ihm reden. Ja, okay. Das könnte man natürlich noch machen. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind. Ich guck mal, ob wir jetzt so runterkommen oder ob das dann wieder ein Affront ist. Und hat er uns vielleicht noch was zu sagen? Nee, hat er nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier uns einmal nochmal in den Brunnen stürzen. Dann speichere ich vorher nochmal. Gut, ich bleib hier. Dann können wir jetzt hier wieder einmal komplett runter. Oh krass, dass wir da direkt runter sind. Und nicht da in die Küche einfach rein sind. Das war doch hier unten, oder? Ja, das sieht gut aus. So, Lami, altes Haus, du musst hier raus. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homi. Eigener Meister. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jip, jip. Lami immer fleißig, immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Die anderen Gnome vermissen dich doch sicher. Mir egal. Lami bleibt hier unten. Okay, darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen.
So schlimm wird es schon nicht sein. Lami besser nichts mehr sagen. Sonst erzählt Homie alles zum Meister und Lami kriegt Ärger. Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Aurikulki. Wenn Lami hat Berg voller Glitzersteine, er kann sterben mit Ehre. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homie. Bist kein Gnom. Gut, nö, der möchte lieber hier unten bleiben. Dann akzeptieren wir das. Und ich müsste jetzt eigentlich eine Schnellreise hier machen können. Ja, wunderbar. Dann sind wir nämlich wieder raus aus dem Brunnen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt haben wir so unser Ziel erreicht. Jetzt ist halt wieder so ein bisschen Rumquesten angesagt. Irgendwie so ein bisschen ohne Ziel und Verstand. Ja, wir gucken einfach mal, was uns dann das nächste Mal so erwartet. Bis dann.